Kapitel 3 Staatsfeind. Joe's Apartment, 10. Februar 1945. Geh ich mal ans Telefon. Joe ist nicht da. Joe's Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama? Ich wusste gar nicht, dass du Joe's Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio Bambino. Okay, ciao, Mama. Geh zum Hafen von Southport und suche dort Mr. Pappalardo auf. Achso, wir müssen erst was anziehen, oder was? Was ziehen wir uns heute an? Wie nehmen wir das? Obwohl, das ist ja so eine Art Vorstellungsgespräch, ne? So. Gehen wir mal so. Okay, ja. Hallo, Miss! Oh! Die... Hallo! Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß! Aber irgendwie liegt das am Monitor oder an den Sachen? Guckt euch das an, jetzt hier, wie die Jacke hängt und hinten am Arsch. Hey, macht mal leise! Das ist doch kacke. So, wir nehmen die Karre. Yeah! Oh, wie der sich anhört, ne? Ein richtiges Ami-Auto. 30 Liter auf 100 Kilometer oder so. Ups. Da waren die Bullen links. Das Fahren ist ja gewöhnungsbedürftig. Es ist halt so nervig, dass immer irgendwelche lahmen Tröten vor mir fahren. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wir fahren zu schnell! Hundert Sachen gleich! Der bremst, das wäre gefährlich. Oh. Das war das. Nee, das hat ja nichts mehr mit mir zu tun, Leute. Da bin ich raus. So, wir gucken mal. Guck mal, jetzt sind wir hier. Wir sind hier. Und wo ging's los? Hier, glaube ich, ne? So schnell kommen wir dahin. Wenn ich daran denke, wie lange ich ständig in Mafia 3 unterwegs war.
Aber wie gesagt, da liegen ja auch 6 Jahre zwischen, ne? Zwischen der Entwicklung. Und für damals war das schon recht geil hier, nur ich fand aber die Stadt schon damals ein bisschen zu klein und dass man halt nichts machen kann. So, ich glaube, hier müssen wir hoch. Oh, gehupt. Ah, jetzt hängt die Jacke richtig. Die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Papalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vitus Caletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Papalardo steht zu Diensten. Du kannst Derek zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Ah, komm mit. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Dass ich jetzt gleich schon mal lochen soll hier. Ich habe hier so einen feinen Anzug an und soll jetzt gleich schon mal lochen? Na toll. Aber wir wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. 10 Mäuse? Ich glaube, zur damaligen Zeit ist das gar nicht so wenig gewesen. Dafür, dass ich diese paar Kisten da schleppen soll. Dann machen wir das mal hier. Oh nein, der verhungert ja. So langsam ist der. Und die mal fallen lassen. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Der jammert rum. Zwei. Die Tür ist offen, du kannst gehen, wenn du genug hast. Wie? Mann, und das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Bin ich dann gefeuert oder was? Dann habe ich das Probearbeiten nicht geschafft oder wie? Ah, wir hauen ab hier. Ist mir so bescheuert hier. Mach euch meinen Anzug kaputt hier, Arschloch. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst. Ist alles Sklavenarbeit. Und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal. Sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße. Niemand, der für Joe arbeitet, würde für ein Appel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Einmal Joe erwähnen und dann geht's voran in der Karriere, oder was?
Kompass ist. Das Jungchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn. Wer würde den Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht. Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut. Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haareschneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Treibe Dereks Geld von den Hafenarbeitern ein. Wie? Der beschäftigt Hafenarbeiter, aber will den Hafenarbeitern in dem Sinne auch wieder $10, ist es monatlich abziehen oder was? Friseur. Sachen gibt's. Ich komme wegen der Kohle für den Haarschnitt. Hey, was ziehst denn du hier für eine Show ab? Die, bei der man zahlt und dafür keinen Ärger kriegt. Hast du ein Problem damit? Ich habe ein Problem mit dir. Und jetzt verzieh dich, bevor ich dir eine reinhaue. Arschloch! Aua! Ich bin deine große Fresse immer. Penis! Jab, Punch! Los! Jab und Punch! Haken! Ja. Jetzt kriegst du gleich die Rechte. Ach nee, der war schon ein bisschen benommen. So. Hier hast du dein Scheißgeld! Geht doch. Schön, dass du es dir anders überlegt hast. Der nächste. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh ja, muss ich vergessen haben oder so. Das nächste Mal zahl pünktlich, okay? Danke. Ganz geil, Alter. Ich mal Loche da und dann soll ich dem Boss auch noch Kohle geben, diesem Wichser. Hey, Derek will das Geld für den Haarschnitt. Klar, hier. Ich will keine Probleme. Nächstes Mal nicht wieder auf den letzten Drücker. Hey, Kumpel. Derek meint, du sollst den Haarschnitt bezahlen. Oh, oh. Hey, Arschloch. Ich bin nicht in Stimmung. Geh mir aus den Augen, bevor es dir leid tut. Ach, keine Chance, Kumpel.
Derek will seine Kohle. Derek kann mich mal. Was soll der Fettsack schon machen? Mich abmurksen? Hey, das hast du gesagt. Warum versuchst du's dann nicht, Arschloch? Ja. Oh Mann, aua! Junge, müssen wir ein bisschen rankommen hier. Los, komm da her! Ja, daneben! Ha? Hier, Jab Punch! Jab Punch! Oh, scheiße. Aua! Jab! Noch ein Jab! Aua! Oh, scheiße! Hier, noch eine kurze. Alter! Ja, so sieht's aus. Ich bin gleich kaputt, Alter. Raus aus der Ecke, Rocky! Tritt ihm in die Eier! Ja. Wieso regeneriert sich meine Energie nicht? Au! Okay. Hat noch jemand ein Problem damit, seinen scheiß Haarschnitt zu zahlen? Also das Kampfsystem ist halt hier gar nicht so schlecht, ne? Mafia 1 hat, glaube ich, gar kein Kampfsystem richtig und Mafia 3 auch nicht. Und hier, das ist auch nichts Spektakuläres, aber es hat was. Ist auch scheiße, ne? Der hat jetzt eine Pause hier. Das bringt da keine Leistung gerade. Hier ist das Geld, Boss. Gute Arbeit. Hier ist dein Anteil. Wie du das mit Bill geregelt hast, beeindruckend. Steve hätte sich beinahe eine blutige Nase geholt, als er sich mit ihm angelegt hat. Oder, Steve? Sicher, Derek. Hier ist eine Sondergratifikation. Danke. Dafür, dass du den Kerl zur Raison gebracht hast. Jetzt verschwinde, Jungchen. Ich muss wieder an die Arbeit. Und sag deiner Mama einen schönen Gruß von mir. Sag ihr, du bist ab sofort mein neuer Assistent. Ja, mach ich. Wir sehen uns. Vito, hätte ich fast vergessen. Joe hat eine Nachricht für dich. Du sollst ihn bei Freddy's treffen. Freddy's? Wo ist denn Freddy's? Errungenschaft freigeschaltet, der Friseur irgendwas. Oh, mein Auto ist auch noch kaputt. So, wo ist denn Freddy's? Da. Wollen wir da mal hin, wa? Hat das vorhin auch schon geschneit? Nee, ne? Auf dem Weg hierher. Und was GTA angeht, GTA Online habe ich wirklich null Bock irgendwie. Irgendwann, aber das ist noch zu frisch, möchte ich nochmal die Story spielen und dann auch streamen. Also nicht keine Videos hochladen, das habe ich ja gemacht, als ich das noch blind gespielt habe. Und irgendwann möchte ich dann nochmal die Story spielen, dann aber im Stream, auch in 21:9. Ich bin aber überlegen, ob ich mir GTA 4 kaufe. Weil GTA 4 kenne ich ja noch gar nicht. Ich habe da nur mal ein bisschen bei meinem Bruder gespielt, auf der PlayStation 3. Und wie gesagt, GTA 4 kenne ich ansonsten gar nicht. Und ich glaube, das wäre nochmal ganz cool, da die Story vielleicht zu streamen. Da hätte ich noch ein bisschen Lust zu. Rote Ampel, scheißegal. Keine Bullen da. Ganz schön wenig Bullen gerade hier. In der Innenstadt.
Ah, da hätte man lang gemusst. Und Downtown hier. Little Italy. Chinatown. Ja, Klamotten müssen wir. Also wir müssen eigentlich keine Autos kaufen oder klauen und in der Garage bunkern. Wir müssen keine Klamotten kaufen. Wir haben ja alles. Ich weiß aber noch, damals, dann habe ich öfter gern mal die Läden überfallen, um ein bisschen Geld noch nebenbei zu verdienen. Oh, Parkmann hier. Hier sieht's gut aus. Naja, so. Vorher die Spa. Hey, wie geht's? Hey! Wo bleibst du denn, Alter? Bin gleich nach deinem Anruf los. Was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiosi, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß? Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Vito. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg die Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bringt gute Kohle. Ich brauche Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein, nein, nein. Ich überlege nur, wie wir das einfädeln können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist dort Putzfrau. Kann die uns helfen? Frag sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüß sie von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahl dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also... Wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nachsehen. Kapisch? Moment mal, du überfällst hier keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gut, bis später. Viel Glück, Vito. Fahre zu Maria... Agnello in Little Italy. Da waren wir noch eben. Gehen wir mal okay, raus. Pass auf dich auf. Ist unsere Energie voll? Wir trinken mal was. Wie geht's denn so heute? Ja, ich will einen Kaffee. Nee, einen Scotch. Nimm mal einen Scotch. Bitte, wohl bekommst. Ja, Energie ist wieder voll. Hab eine gute Zeit. Genau, ganz regeneriert die gar nicht, wie es aussieht. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? $419. Mir gefallen die Klamotten aber nicht. Ist gar nicht so weit. So, wie wenden wir denn hier am besten? So. Ganz elegant. Hier ist Stopp, scheiß drauf.
Der blinkt. Und rote Ampel. So, ja, den haben wir sogar vorgelassen, wie sich das gehört. Oh, die Lenkung reagiert aber irgendwie spät, habe ich das Gefühl. Packen wir hier einfach. Ups. Es laufen war. Nicht hier lang. Ist das ein Bild? Nee. Oh, he's watching you. Oh, Vorsicht, Glatteis! Hier nicht ein Plakat oder so? Ne, die hängen glaube ich gar nicht. Die liegen irgendwo, ne? Naja. Welche Tür? Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaufsichtsbehörde. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Ja, kein Problem. Setz Maria im Krankenhaus in Uptown ab. Ja, das werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Oder sogar im Livestream mal sehen, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.